Paris ist die Stadt der Liebe und diese Woche auch der Schokolade. Denn beim Salon du Chocolat, der weltweit größten Messe ihrer Art, dreht sich alles um Süßes der Superlative. Und um die WM der Chocolatiers mit deutscher Beteiligung. From Germany, Sabine Dubenkopf. Die Berlinerin ist als amtierende deutsche Schokoladenmeisterin mit von der Partie. Monatelang hat sich Sabine Dubenkropp, die in Berlin eine eigene Konfisserie betreibt, auf die WM vorbereitet. Jetzt gilt es, 4 Aufgaben mit Zeitlimit zu erfüllen. Das Schaustück muss jetzt als erstes halt stehen und das war jetzt mein Alarm nach der ersten Stunde, dass ich mich jetzt in der Zeit halt nicht vertue und damit ich halt die volle Höhe baue, dass ich halt vielleicht auf die ein oder andere Dekoration verzichte. Die WM, Höhepunkt einer jeden Zuckerbäckerkarriere. Das ist der einzige ausschließliche Schokoladenwettbewerb. Also ja, wow, es ist schon toll dabei zu sein. 20 Teilnehmer aus aller Welt treten in Paris gegeneinander an. Wer hier mitmacht, gehört zur absoluten Spitze der Schokoladen- und Pralinenmacher. Die erste Prüfung, eine bis zu 2 Meter hohe Skulptur aus purer Schokolade kreieren. Jedes Schaustück ist sehr hoch. Und deswegen muss man besonders auf das Gleichgewicht achten und auf die unterschiedlichen Texturen. Manche Teile sind glänzend poliert, andere eher matt. Es geht darum, hier verschiedene Techniken anzuwenden. Darauf achten wir sehr. In der 2. Stunde des Wettbewerbs läuft es bei der Deutschen nicht mehr ganz rund. Jörg Filbig ist eigentlich ihr Lieferant. Hier coacht er sie. Ihre Skulptur ist filigraner als manche der Konkurrenz. Außerdem arbeitet Sabine mit weniger in Formen vorgegossenen Stücken. Sabine, kommst du mal zu mir dann? Kommst du mal zu mir dann? Bau dir noch eine Muschel dran, und ja, dass es hält. Ja. Und mach kein Eispray, ohne Eispray arbeiten. Ich baue ohne Eispray. Ohne Eispray, ja, komplett bauen. Ja. Okay, alles klar. Sonst alles gut. Achte ein bisschen auf Sauberkeit. Schau mal Boden an. Der Radius von diesem Bogen, der war etwas zu groß und kommt oben nicht raus, wie wir es gemessen hatten. Deswegen musst du jetzt noch ein unterstützendes Element anbauen, dass dieser Bogen dann quasi oben in der richtigen Höhe rauskommt, dass wir weiterbauen können. 35 Kilo Schokolade wird die deutsche Kandidatin am Ende verbaut haben. Selbst zum Verkleben der Teile ist nichts anderes erlaubt. Jetzt bereiten ihr gerade die zerbrechlichen Schwünge etwas Sorgen. Sie sind an ihrer Grenze der Belastbarkeit, ja, auf alle Fälle. Aber no risk, no fun, oder? Aber wir haben noch keinen Kontakt oder es wackelt zu sehr. Ich muss aber auch darauf achten, dass meine Klebestellen sauber sind, weil darauf wird jetzt hier beim World Chocolate Master natürlich geachtet. Wenige Augenblicke später passiert einen Platz weiter das Worst-Case-Szenario. Die noch unfertige Figur des spanischen WM-Teilnehmers bricht zusammen. Für ihn ist die erste Prüfung vorbei. Nebenan bei Sabine Dubenkropp wird sich gleich das nächste Drama ereignen. Jetzt fängt der Stress an. Sie wissen, wie weit sie sind, aber nun wird die Zeit allmählich knapp. Knapp vor dem Zeitlimit wird die Berlinerin mit ihrem Schaustück fertig. Doch in dem Moment, als alle Kameras der Live-Show auf den Platz eines anderen Teilnehmers gerichtet sind, bricht auch ihr Schaustück zusammen. Es tut mir so leid. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Einfach zusammengebrochen. Ein schrecklicher Moment für die 39-Jährige. Doch nach dem ersten Schock hat sie sich kurz darauf wieder im Griff. Einfach weitermachen. Egal, was passiert ist. Wahrscheinlich ist es da oben nicht richtig fest gewesen, die Pille da ganz oben, an dem Ende von dem Hals. Aber ich muss jetzt was in den Schrank. Man versucht halt einfach so stark oder so kräftig wie nötig, aber so filigran wie möglich zu arbeiten. Und da muss man halt eine gute Balance finden. Und wenn die halt nicht stimmt an der einen oder anderen Stelle, kann das schon mal sein, dass so ein Schaustück bricht. Und ist ja auch bei solchen Wettbewerben die Regel. Das sind Extrembedingungen. Möglicherweise hatten Vibrationen durch starke Bässe oder die schweren Kameras zu dem Crash geführt. Sabine Dubenkropp hat jedenfalls Glück. Die Jury will ihre Figur im heilen Zustand bewerten. Erleichterung bei der Berlinerin. Ab jetzt zählt bei der WM nicht mehr Größe, sondern vor allem Geschmack.
Zur Jury gehört auch Michaela Karg, selbst einmal WM-Dritte. Gutes Aussehen und innere Werte sind nun gefragt. Da hat man eine extreme Verwandtschaft hin zum Wein. Ebenso zum Whisky oder anderen alkoholischen Getränken. Aber gerade beim Wein ist es sehr interessant, weil man eben diese fruchtigen Noten hat, dieses Rauchige, dieses ähnelt Lakritz oder Kaffee. Und das kann bei der Schokolade durchaus genauso sein. Die Deutsche kämpft sich weiter durch den Konfekt-Contest von Paris. Pralinen, Trüffel, süße Snacks. Für sie ist Schokolade Beruf und Passion zugleich, nicht nur ein Lebensmittel. Es ist eigentlich immer ein guter Geruch. Man macht die Leute eigentlich immer glücklich, weil die meisten Leute Schokolade mögen. Das ist das Schönste der Welt, dann auch was herzustellen, was eigentlich jeder liebt, also fast jeder. Zur WM mussten die Teilnehmer eigene Schokoladen kreieren. Markus Bohr, Patisseriechef des Luxuskaufhauses Harrods, bewertet diese mit seiner Jury. Einfach lecker ist den Experten dabei viel zu wenig. Es geht darum, eine Schokolade kreiert zu haben mit einer Geschichte und die Schokolade diese Geschichte erzählt anstelle von Worten, mit Geschmack. Ladies and gentlemen, a big applause for those 20 wonderful people. Zwei Wettkampftage, 20 Kandidaten und dann der Moment der Entscheidung. Schafft es Sabine Dupenkrop in die Endrunde der Weltmeisterschaft? One of those three people will be superfinalist tomorrow. Hisashi Onobayashi from Japan! Es hat nicht gereicht. Nach der Vorrunde ist für die Berlinerin Schluss. Ihr Traum vom Weltmeistertitel ausgeträumt. Ich hätte halt gerne mein zweites Schaustück gebaut, ja. Was nicht zusammenfällt, hoffentlich. Und hätte halt gerne noch mal gezeigt, was man mit seinen Händen herstellen kann, ohne dass man Formen kauft. Das funktioniert halt auch. Und ja, klar bin ich traurig, aber trotzdem ist es immer noch ein tolles Erlebnis insgesamt, ja. Wer weiß, vielleicht schafft es Sabine Dupenkrop ja noch einmal zur WM. Dieses Jahr jedenfalls ging der Titel an den Chocolatier aus Frankreich.